Sechstes Kapitel. Die Zaubergeige. Für Christine Daae, die, wie wir später sehen werden, Intrigen zum Opfer fiel, wiederholte sich an der Oper nicht so bald der Triumph, den sie an dem berühmten Galaabend gefeiert hatte. Immerhin bot sich ihr seitdem Gelegenheit, in der Stadt bei der Duchesse de Zurich aufzutreten, wo sie die schönsten Nummern aus ihrem Repertoire sang. Der große Kritiker S., der sich unter den erlesenen Gästen befand, schreibt über sie. Wenn man sie in Hamlet hört, fragt man sich, ob Shakespeare nicht aus dem Elysium herbeigeeilt sei, um mit ihr die Ophelia zu proben. Wenn sie das Sternendiadem der Königin der Nacht trägt, müsste Mozart eigentlich die Gefilde der Seligen verlassen, um sie sich anzuhören. Aber er braucht sich nicht herabzubemühen, denn die schmetternde Stimme, mit der sie seine Zauberflöte wundervoll interpretiert, schwingt sich ebenso mühelos zu ihm in den Himmel hinaus, wie ihre Besitzerin die ärmliche Hütte ins Skotelov mit dem mit Garniers aus Gold und Marmor erbauten Palast zu vertauschen verstand. Aber nach dem Abend bei der Duchesse de Zurich sang Christine nicht mehr in der Öffentlichkeit. Sie lehnte jede Einladung, jedes Konzert ab. Ohne ersichtlichen Grund zog sie ihre Zusage zu einem Wohltätigkeitsfest zurück. Sie handelte so, als wäre sie nicht mehr Herrin über ihr eigenes Schicksal, als hätte sie Angst vor einem neuen Triumph. Sie wusste, dass Graf de Chagny, sich um seinen Bruder einen Gefallen zu erweisen, bei Richard sehr für sie eingesetzt hatte. Sie schrieb ihm einen Dankesbrief, in dem sie ihn freilich bat, sich bei den Direktoren nicht mehr für sie zu verwenden. Was mochte der Grund für ihr seltsames Benehmen sein? Die einen behaupteten, es sei ihr maßloser Stolz, die anderen hielten es für engelshafte Bescheidenheit. Doch beim Theater ist man nun einmal nicht so bescheiden. Ich weiß nicht, ob ich es nicht Bestürzung nennen soll. Ja, ich glaube, dass Christine Daae Angst vor dem hatte, was ihr widerfahren war und was sie genauso befremdete wie ihre Umgebung. Befremdete? Nein, ich besitze einen Brief von Christine aus der Sammlung des Persers, der sich auf die damaligen Ereignisse bezieht. Nachdem ich ihn nochmals durchgelesen habe, möchte ich Christine nicht mehr befremdet oder bestürzt nennen, sondern ausgesprochen entsetzt. Ja, entsetzt. »Ich kenne mich nicht mehr, wenn ich singe«, beschreibt sie. »Das arme, reine, sanfte Kind.« Sie zeigte sich nirgends, und wie Comte Chagny versuchte vergeblich, sie zu treffen. Er schrieb ihr und bat sie um die Erlaubnis, bei ihr vorsprechen zu dürfen. Er hatte die Hoffnung auf eine Antwort schon fast aufgegeben, als sie ihm eines Morgens folgenden Brief schickte. »Monsieur, ich habe keineswegs den kleinen Jungen vergessen, der meine Schärpe aus dem Meer fischte. Ich muss Ihnen das heute schreiben, da ich im Begriff bin, nach Perros zu reisen, um eine fromme Pflicht zu erfüllen. Morgen ist nämlich der Todestag meines armen Papas, den Sie ja gekannt haben und der Sie gern hatte. Er liegt mit seiner Geige auf dem Kirchhof am Fuße des Hügels begraben, wo wir als kleine Kinder so oft gespielt haben, am Rande jener Straße, wo wir uns inzwischen etwas älter geworden zum letzten Mal Lebewohl sagten.« Nachdem Vicomte de Chagny Christine Daaes Brief gelesen hatte, stürzte er sich über das Kursbuch, zog sich hastig an, kritzelte ein paar Zeilen hin, die sein Kammerdiener seinem Bruder übergeben sollte, und sprang in eine Droschke, mit der er aber nicht mehr rechtzeitig den Bahnsteig der Gare de Montparnasse erreichte, so dass er den Morgenzug, den er eigentlich nehmen wollte, verpasste. Raoul verbrachte den Tag missmutig und seine Lebenslust kehrte erst am Abend zurück, als er in seinem Abteil saß. Auf der ganzen Reise las er immer wieder Christines Brief und atmete diesen Duft ein. Er beschwor das traute Bild seiner Kindheit herauf. Die lange, fürchterliche Fahrt durch die Nacht verging in einem Fiebertraum, an dessen Anfang und an dessen Ende Christine Daae stand. Es begann zu tagen, als er in Lannion ausstieg. Er eilte zur Postkutsche nach Perros-Guirec. Er war der einzige Passagier. Er fragte den Kutscher aus und erfuhr, dass am Abend zuvor eine junge Frau, die wie eine Pariserin ausgesehen habe, nach Perros gefahren und dort im Gasthof zur untergehenden Sonne abgestiegen sei. Das konnte nur Christine sein. Sie war allein gekommen. Raoul stieß einen tiefen Seufzer aus. Demnach hatte er die Möglichkeit, in dieser Einsamkeit ungestört mit Christine zu sprechen. Die Liebe zu ihr machte ihn fast krank. Dieser große Junge, der schon eine Weltreise hinter sich hatte, war noch genauso rein wie eine Jungfrau, die das Haus ihrer Mutter nie verlassen hat. Je näher er Christine Daae kam, desto inniger erinnerte er sich an die Geschichte der kleinen schwedischen Sängerin,
Vieles davon ist der Allgemeinheit noch unbekannt. Es war einmal ein Bauer, der lebte mit seiner Familie in einem kleinen Marktflecken bei Uppsala. Er bebaute werktags das Land und sang sonntags im Kirchenchor. Dieser Bauer hatte eine kleine Tochter, der er lang bevor sie lesen konnte, das Entziffern der Notenschrift beibrachte. Vater Daje war wohl ohne es zu wissen ein großer Musiker. Er spielte Geige und galt als der beste Fiedler in ganz Skandinavien. Sein Ruf verbreitete sich und man wandte sich immer an ihn, damit er auf Hochzeiten und Festgelagen aufspiele. Mutter Daje war gebrechlich und starb, als Christine ihr sechstes Lebensjahr begann. Daraufhin verkaufte der Vater, der nur seine Tochter und seine Musik liebte, sein Stückchen Land und suchte Ruhm in Uppsala. Doch er fand dort nur Elend. Da kehrte er aus Land zurück, zog von Jahrmarkt zu Jahrmarkt und fiedelte seine skandinavischen Weisen, während seine Tochter, die nie von seiner Seite wich, ihm entweder verzückt lauschte oder ihn mit ihrem Gesang begleitete. Eines Tages hörte Professor Valerius die beiden auf dem Jahrmarkt in Lemby und nahm sie nach Göteborg mit. Er behauptete, dass der Vater der beste Violinist der Welt sei und dass seine Tochter das Zeug zu einer großen Sängerin habe. Es wurde für ihre Erziehung und Ausbildung gesorgt. Wo sie hinkam, bezauberte sie jeden durch ihre Schönheit, ihre Anmut und ihren Drang, es allen recht zu machen. Ihre Fortschritte waren erstaunlich, indessen beschlossen Professor Valerius und seine Frau nach Frankreich zu ziehen. Sie nahmen Daje und Christine mit. Mama Valerius behandelte Christine wie ihre eigene Tochter. Ihr Vater siechte dagegen vor Heimweh dahin. In Paris ging er nie aus. Er lebte in einer Traumwelt, die er sich mit seiner Geige schuf. Stundenlang schloss er sich mit seiner Tochter in sein Zimmer ein, wo man ihn ganz leise spielen und singen hörte. Manchmal horchte Mama Valerius an der Tür und seufzte tief, wischte eine Träne weg und schlich auf Zehenspitzen davon. Auch sie sehnte sich nach ihrem skandinavischen Himmel. Nur im Sommer schien Vater Daje aufzuleben, wenn die Familie in Perros-Gyrig Ferien machte, einem Winkel in der Bretagne, der den Parisern damals noch so gut wie unbekannt war. Er liebte das Meer dieser Landschaft sehr, das, wie er fand, die gleiche Farbe habe wie im Norden. Und so oft spielte er am Strand schwermütige Weisen vor, wobei er behauptete, das Meer schweige, um ihnen zu lauschen. Dann lag er Mama Valerius so lange in den Ohren, bis sie auf eine neue Grille des früheren Fiedlers einging. Zur Zeit der Wallfahrten, Dorffeste, Tänze und Kirchenweihen zog er wie früher mit seiner Geige herum und durfte dabei seine Tochter 8 Tage mitnehmen. Man wurde nie müde, ihnen zuzuhören. Sie beschütteten den kleinsten Weiler mit so viel Wohlklang, dass es fürs ganze Jahr reichte. Da sie Gasthofbetten ablehnten, übernachteten sie in Scheunen, wo sie sich auf dem Stroh aneinander schmiegten, wie einst während ihres Elends in Schweden. Jetzt waren sie hingegen ordentlich angezogen, nahmen nicht die Münzen an, die man ihnen geben wollte, und sammelten nie Geld, so dass die Leute aus dem Benehmen des Fiedlers nicht klug wurden, der mit diesem schönen Kind herumwanderte, das so wunderbar sang, dass man einem Engel aus dem Paradies zuhören vermeinte. Und man folgte ihnen von Dorf zu Dorf. Eines Tages zwang ein kleiner Junge aus der Stadt seine Gouvernante zu einem langen Marsch, weil er es nicht über sich brachte, das kleine Mädchen zu verlassen, dessen sanfte und klare Stimme ihn gefesselt zu haben schien. Sie gelangten zu einer Bucht, die auch heute noch Trestraho heißt. Damals gab es dort nur den Himmel und das Meer und den goldenen Strand. Es wehte ein starker Wind, der Christins Schärpe ins Meer riss. Christine schrie auf und streckte die Arme danach aus, aber schon trugen die Wellen die Schärpe davon. Da hörte Christine eine Stimme, die zu ihr sagte, »Seien Sie unbesorgt, Mademoiselle, ich werde Ihre Schärpe wieder aus dem Meer fischen.« Sie sah einen kleinen Jungen, der trotz der empörten Rufe und Proteste einer ganz in schwarz gekleideten Matronne davonrannte. Der kleine Junge stürzte sich, angezogen, wie er war, ins Wasser und brachte ihr die Schärpe zurück. Der kleine Junge und die Schärpe trieften erbärmlich. Die Matronne in Schwarz konnte sich nicht darüber beruhigen, aber Christine lachte aus vollem Hals und umarmte den kleinen Jungen. Es war wie Comte Raoul de Chagny. Er wohnte damals bei seiner Tante in Lignon,
Während der Saison trafen Christine und Raoul sich fast täglich zum Spielen. Auf die Bitte der Tante hin und durch Professor Valerius' Vermittlung erklärte sich der alte Daye bereit, dem jungen Vicomte Geigenstunden zu geben. So lernte Raoul dieselben Weisen lieben, die Christines Kindheit verzaubert hatten. Beide hatten ungefähr das gleiche verträumte und stille Gemüt. Gefallen fanden sie eigentlich nur an Geschichten, an den alten bretonischen Märchen, und ihr geliebstes Spiel war, wie Butler von Tür zu gehen und darum zu bitten. »Madame oder Monsieur, könnten Sie uns bitte eine Geschichte erzählen?« Nur selten gab man ihnen nichts. Welche bretonische Großmutter hat nicht wenigstens einmal in ihrem Leben die Korrigane im Mondschein über die Heide tanzen sehen? Aber am meisten freuten sie sich, wenn sich Vater Daye in der friedlichen Abenddämmerung nach Sonnenuntergang neben sie an den Straßenrand setzte und ihnen leise, als fürchtete er den Geistern, die er heraufbeschwor, Angst einzujagen, die schönen, erbaulichen oder schrecklichen nordländischen Sagen erzählte. Einmal stimmten sie froh wie Andersens Märchen, ein andernmal traurig wie die Lieder des großen Dichters Runeberg. Wenn Vater Daye verstummte, sagten beide Kinder: »Weiter, weiter!« Es gab eine Geschichte, die fing an: Ein König saß in einem Kahn auf einer jener stillen und tiefen Gewässer, die sich mitten in den Bergen Norwegens wie ein strahlendes Auge öffnen. Und andere: Die kleine Lotte dachte an alles und an nichts. Wie ein Zugvogel schwebte sie auf den goldenen Sonnenstrahlen und trug ihren Frühlingskranz auf den blonden Locken. Ihre Seele war so klar und blau wie ihr Blick. Sie verhätschelte ihre Mutter, war ihrer Puppe treu, achtete sorgsam auf ihr Kleid, ihre roten Schuhe und auf ihre Geige, aber sie liebte über alles beim Einschlafen den Engel der Musik zu lauschen. Während der Alte solche Dinge erzählte, betrachtete Raoul Christines blaue Augen und ihr goldenes Haar, und Christine dachte, wie glücklich die kleine Lotte sein musste, wenn sie beim Einschlafen dem Engel der Musik lauschte. In fast allen Geschichten Vater Dayes kam der Engel der Musik vor, und die Kinder fragten ihn endlos über diesen Engel aus. Vater Daye behauptete, dass der Engel der Musik alle großen Musiker, alle großen Sänger mindestens einmal in ihrem Leben besuchte. Manchmal beugte sich dieser Engel über ihre Wiege wie bei der kleinen Lotte, und deshalb gäbe es Wunderkinder, die schon mit 6 Jahren besser Geige spielten als 50-jährige Männer, was, das müsst ihr zugeben, wirklich erstaunlich sei. Manchmal komme der Engel wesentlich später, weil die Kinder nicht artig seien und nicht fleißig übten und ihre Tonleiter nicht lernten. Manchmal komme der Engel nie, weil man kein reines Herz und kein gutes Gewissen habe. Man sehe den Engel nie, aber er tue sich der Auserwählten kund. Oft in Augenblicken, da sie es am wenigsten erwarteten, wenn sie traurig oder niedergeschlagen seien. Dann höre das Ohr plötzlich himmlische Harmonien, eine göttliche Stimme, und man erinnere sich sein Lebtag daran. Diejenigen, die der Engel besucht habe, seien dann Feuer und Flamme. Es fahre ein Schauer durch sie, der den anderen Sterblichen unbekannt sei. Es werde ihnen das Vorrecht verliehen, kein Instrument mehr ergreifen oder den Mund nicht mehr zum Singen aufmachen zu können, ohne Klänge zu hören, die durch ihre Schönheit alle anderen menschlichen Klänge in den Schatten stellten. Die Leute, die nicht wussten, dass der Engel jene Menschen besucht habe, sagten dann von ihnen, sie hätten Genie. Die kleine Christine fragte ihren Papa, ob er schon den Engel gehört habe, aber Vater Daye schüttelte traurig den Kopf, dann betrachtete er aber seine Tochter strahlend und sagte: »Du, mein Kind, wirst ihn eines Tages hören. Wenn ich in den Himmel komme, schicke ich ihn zu dir, das schwöre ich dir.« Damals begann Vater Daye zu husten. Der Herbst trennte Raoul und Christine. 3 Jahre trafen sie sich als junge Menschen wieder. Auch diesmal in Perros, und diese Begegnung prägte sich Raoul fürs Leben ein. Professor Valerius war gestorben, aber Mama Valerius blieb in Frankreich, wo ihre Interessen sie mit dem alten Daye und seiner Tochter zurückhielten, die weiterhin Geige spielten und sangen und dabei ihre geliebte Gönnerin in ihren melodiösen Traum einbezogen, so dass auch sie nur noch von der Musik zu leben schien. Der junge Mann kam aufs Geratewohl nach Perros und ging auf gut Glück in das Haus, in dem seine kleine Freundin früher gewohnt hatte. Er erblickte erst den alten Daye, der sich mit Tränen in den Augen erhob, ihn umarmte und ihm sagte, sie hätten ihn stets in guter Erinnerung bewahrt.
Es sei kaum ein Tag verstrichen, an dem Christine nicht von ihm, Raoul, gesprochen habe. Der Greis redete noch, als sich die Tür öffnete und das junge Mädchen mit anmutiger Geschäftigkeit eine dampfende Teekanne auf einem Tablett hereinbrachte. Sie erkannte Raoul und setzte das Tablett ab. Leichte Röte überzog ihr charmantes Gesicht. Sie zauderte stumm. Ihr Papa betrachtete die beiden. Raoul trat auf Christine zu und gab ihr einen Kuss, den sie nicht auswich. Sie stellte ihm ein paar Fragen, erledigte ihre Pflicht als Gastgeberin, nahm das Tablett wieder auf und verließ das Zimmer. Dann flüchtete sie zu einer Bank im einsamen Garten. In ihr regten sich Gefühle, die ihr Jungmädchenherz schneller schlagen ließen. Raoul gesellte sich zu ihr und sie plauderten bis zum Abend verlegen miteinander. Sie hatten sich völlig verwandelt, kannten sich nicht wieder und fanden sich gegenseitig doch sehr wichtig. Sie unterhielten sich vorsichtig wie Diplomaten und erzählten sich nur Dinge, die nichts mit ihren erwachenden Empfindungen zu tun hatten. Beim Abschied am Straßenrand sagte Raoul zu Christine, wobei er ihre zitternde Hand ganz korrekt küsste, »Mademoiselle, ich werde Sie nie vergessen.« Als er ging, bedauerte er seine kühnen Worte, denn er wusste genau, dass Christine Derjee niemals die Frau des Vicomte de Charny werden könnte. Als Christine zu ihrem Vater zurückkehrte, sagte sie, »Findest du nicht, dass Raoul nicht mehr so nett ist wie früher? Ich liebe ihn nicht mehr.« Sie versuchte nicht mehr an ihn zu denken. Es fiel ihr schwer und sie vertiefte sich ganz in ihre Kunst. Sie machte erstaunliche Fortschritte. Diejenigen, die ihr zuhörten, prophezeiten, dass sie es zur größten Sängerin der Welt bringen werde. Indessen starb ihr Vater und sie schien mit ihm ihre Stimme, ihre Seele und ihr Genie verloren zu haben. Trotzdem verblieb ihr davon gerade noch genug, um das Konservatorium zu besuchen. Dort zeichnete sie sich keineswegs aus, nahm ohne Begeisterung am Unterricht teil und erwarb einen Preis, um der alten Mama Valerius, mit der sie weiterhin zusammenlebte, eine Freude zu bereiten. Als Raoul Christine zum ersten Mal in der Oper wiedersah, bezauberte ihn zwar ihre Schönheit, indem sie traute Bilder von eins heraufbeschwor, aber gleichzeitig wunderte er sich über den Stillstand ihrer Kunst. Christine schien von allem losgelöst zu sein. Er hörte sie sich immer wieder an. Er folgte ihr in die Kulissen, er wartete hinter einem Bühnengerüst auf sie. Er versuchte, ihre Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Mehrmals begleitete er sie bis zur Schwelle ihrer Garderobe, aber sie bemerkte ihn nicht. Sie schien übrigens niemanden zu bemerken. Sie war die Gleichgültigkeit in Person. Raoul litt darunter, denn sie war schön. Aus Schüchternheit wagte er ihr nicht zu gestehen, dass er sie liebe. Dann schlug an jenem Galaabend der Blitz ein. Der Himmel zerriss, eine Engelstimme erklang auf Erden, um die Menschen zu entzücken und um sein Herz zu verzehren. Dann hörte er jene Männerstimme hinter der Tür. »Du musst mich lieben.« Dabei war niemand in der Garderobe. Warum hatte sie gelacht, als sie die Augen wieder aufschlug und er zu ihr sagte, »Ich bin der kleine Junge, der ihre Schärpe aus dem Meer gefischt hat.« Warum hatte sie ihn nicht wiedererkannt? Warum hatte sie ihm geschrieben? Ach, wie lang ist diese Küste, endlos lang. Da steht das Kreuzifix an der Kreuzung der drei Wege. Dort die verlassene Heide, die vereiste Ebene, die erstarrte Landschaft unter dem weißen Himmel. Die Scheiben klirren, zerreißen ihm das Trommelfell. Was für einen Krach macht die Postkutsche, die kaum von der Stelle kommt. Er erkennt die strohgedeckten Hütten wieder. Die Zäune, Böschungen, Bäume an der Straße. Endlich die letzte Wegbiegung dahinter, das Meer in der Tiefe. Die weite Bucht von Peros. Sie ist also im Gasthof zur untergehenden Sonne abgestiegen. Natürlich, es gibt ja keinen anderen. Außerdem ist er gut. Es fällt ihm ein, dass man dort schöne Geschichten zu hören bekam. Wie pocht sein Herz? Was wird sie sagen, wenn sie ihn erblickt? Beim Eintreten in den verrauchten alten Saal des Gasthofs sieht er als erste Mama Tricard. Sie erkennt ihn sofort, sie begrüßt ihn herzlich. Sie fragt ihn, was ihn herführe. Er errötet. Er antwortet, er sei geschäftlich in Lannion, habe es aber nicht versäumen wollen, ihr guten Tag zu sagen. Sie möchte ihm das Frühstück auftragen, aber er sagt, »Danke, später.« Er scheint auf irgendetwas oder irgendjemanden zu warten. Die Tür öffnet sich, er schaut auf. Er hat sich nicht geirrt, sie ist es. Er versucht etwas zu sagen, findet aber keine Worte. Sie steht lächelnd und keineswegs überrascht vor ihm. Ihr Gesicht ist frisch und gerötet wie eine reife Erdbeere. Sie ist offenbar schnell gelaufen und dadurch erhitzt. Ihr Busen hebt und senkt sich sanft.
Ihre Augen, die klaren Spiegel blassen Himmelblaus, haben die Farbe der stillen, hoch im Norden träumenden Seen. Ihre Augen werfen den Widerschein ihrer reinen Seele zurück. Ihr offener Pelzmantel enthüllt ihre schlanke Taille, die harmonische Linie ihres anmutigen jungen Körpers. Raoul und Christine schauen sich lange an. Mama Tricard lächelt und verschwindet taktvoll. Endlich sagt Christine: »Sie sind gekommen, und das überrascht mich nicht. Ich ahnte, dass wir uns nach der Messe hier in diesem Gasthof wieder treffen würden. Jemand hat es mir in der Kirche gesagt. Ja, man hat mir ihr Kommen angekündigt.« »Wer denn?« fragte Raoul und ergreift mit beiden Händen Christines zierliche Hand, die sie nicht zurückzieht. »Natürlich mein verstorbener Papa.« Kurzes Schweigen. Dann sagt Raoul: »Hat Ihr Vater Ihnen auch gesagt, dass ich Sie liebe, Christine, und dass ich ohne Sie nicht leben kann?« Christine errötet bis zu den Haarwurzeln und wendet den Kopf ab. Mit bebender Stimme sagt sie: »Mich? Sie sind wahnsinnig, mein Freund!« Sie bricht in Lachen aus, um, wie man es ausdrückt, ihre Haltung zu bewahren. »Lachen Sie nicht, Christine, mir ist es sehr ernst.« Sie erwiderte gefasst: »Ich habe Sie nicht herkommen lassen, damit Sie mir solche Dinge sagen.« »Sie haben mich herkommen lassen, Christine. Sie haben geahnt, dass Ihr Brief mich dazu bewegen würde, unverzüglich nach Perros zu eilen. Wie konnten Sie das annehmen, wenn Sie nicht dachten, dass ich Sie liebe?« »Ich dachte, dass Sie sich an die Spiele unserer Kindheit erinnern würden, an denen mein Vater so oft teilnahm. Eigentlich weiß ich nicht genau, was ich dachte. Vielleicht war es Unrecht von mir, Ihnen zu schreiben. Ihr plötzliches Auftauchen in meiner Garderobe neulich Abend führte mich so weit in die Vergangenheit zurück, und ich habe Ihnen als das kleine Mädchen von damals geschrieben, das glücklich wäre, in einem Augenblick der Traurigkeit und Einsamkeit seinen Spielgefährten wiederzusehen.« Kurzes Schweigen. Irgendetwas an Christines Haltung findet Raoul unnatürlich, ohne es genau definieren zu können. Aber er spürt, dass sie ihm nicht feindlich gesinnt ist. Ganz im Gegenteil, das beweist ihm trostlose Zärtlichkeit ihres Blickes zur Genüge. Warum ist aber ihre Zärtlichkeit trostlos? Das irritiert den jungen Mann, und er will es unbedingt herauskriegen. »Sahen Sie mich zum ersten Mal, als ich in Ihre Garderobe kam, Christine?« Sie kann nicht lügen und antwortet: »Nein, ich hatte Sie vorher schon mehrmals in der Loge Ihres Bruders gesehen, auch hinter der Bühne.« »Ich zweifelte daran«, sagt Raoul und beißt sich auf die Lippe. »Aber warum haben Sie dann, als Sie mich in Ihrer Garderobe zu Ihren Füßen knien sahen und ich Sie daran erinnerte, dass ich Ihre Schärpe aus dem Meer fischte, behauptet, mich nicht zu kennen, ja, auch noch gelacht?« Raoul stellt diese Frage so grob, dass Christine ihn sprachlos anstarrt. Der junge Mann ist selbst entsetzt über den Ton, den er plötzlich anzuschlagen wagt, während er sich geschworen hat, Christine mit Worten der Zärtlichkeit, Liebe und Ergebenheit zu überschütten. So spricht nur ein Ehemann, ein Liebhaber, der das Recht dazu hat, mit seiner Frau oder seiner Mätresse, wie sie ihn gekränkt hat. Aber seine Anmaßung reizt ihn noch mehr, und da er sich so blöde vorkommt, sieht er keinen anderen Ausweg aus dieser lächerlichen Situation, als gehässig zu werden. »Sie antworten mir nicht«, sagt er wütend und verzweifelt. »Nun gut, dann werde ich für Sie antworten. Jemand war in Ihrer Garderobe, den Sie lästig fanden, Christine. Jemand, dem Sie nicht zeigen wollten, dass Sie sich für einen anderen außer ihm interessieren könnten.« »Wenn ich jemanden lästig fand, mein Freund«, unterbricht Christine ihn eisig, »wenn ich an jenem Abend jemand lästig fand, so müssen Sie wohl derjenige gewesen sein, denn ich ließ sie hinausschicken.« »Ja, um mit dem anderen allein zu sein.« »Was behaupten Sie da, Monsieur?« sagte die junge Frau keuchend. »Um welchen anderen handelt es sich denn?« »Um denjenigen, zu dem Sie gesagt haben, ich singe nur für Sie. Heute Abend habe ich Ihnen meine ganze Seele gegeben und ich bin tot.« Christine hat Raouls Arm gepackt und drückt ihn fester, als man es bei diesem zarten Wesen vermutet hätte. »Demnach haben Sie an der Tür gehorcht?« »Ja, weil ich sie liebe. Und ich habe alles gehört.« »Was haben Sie denn alles gehört?« Die junge Frau, die sich erstaunlich beruhigt hat, lässt Raouls Arm los. »Er hat zu Ihnen gesagt, du musst mich lieben.« Bei diesen Worten wird Christine leichenblass und ihre Augen verschleiern sich. Sie taumelt, droht zu fallen. Raoul eilt zu ihr, streckt die Arme aus, aber schon hat Christine ihren Schwächeanfall überwunden und haucht mit gebrochener Stimme: »Reden Sie nur weiter. Sagen Sie doch, was Sie alles gehört haben.« Raoul betrachtet sie, zögert, begreift nicht recht, was vorgeht. »Ja, reden Sie nur. Sie sehen ja, dass Sie mich umbringen.«
Ich habe noch gehört, dass sie auf ihre Worte, sie hätten ihm ihre Seele gegeben, erwiderte: Deine Seele ist sehr schön, mein Kind, und ich danke dir dafür. Kein Kaiser würde je reicher beschenkt. Heute Abend haben die Engel geweint. Christine presst die Hand auf ihr Herz. Sie starrt Raoul unbeschreiblich erregt an. Ihr Blick ist so durchdringend, so starr wie der einer Irren. Raoul ist entsetzt. Aber da werden Christines Augen feucht und über ihre Elfenbeinwangen kullern zwei Perlen. Zwei dicke Tränen. Christine! Raoul! Der junge Mann will sie an sich reißen, aber sie entschlüpft seinen Händen und flüchtet in großer Verwirrung. Während Christine sich in ihrem Zimmer einschloss, machte sich Raoul tausend Vorwürfe wegen seiner Heftigkeit. Andererseits jagte ihm die Eifersucht wieder heißes Blut durch die Adern. Wenn es Christine so erregte, zu erfahren, dass man hinter ihr Geheimnis gekommen war, dann musste es für sie überaus wichtig sein. Allerdings zweifelte Raoul trotz des Erlauschten nicht an Christines Reinheit. Er kannte ihren guten Ruf und war erfahren genug, um einzusehen, dass eine Sängerin sich mitunter Liebesbeteuerungen einfach anhören musste. Sie hatte zwar bestätigt, ihre Seele gegeben zu haben, aber dabei handelte es sich eindeutig um Gesang und Musik. Eindeutig? Warum dann ihre Erregung von soeben? Mein Gott, wie unglücklich fühlte sich Raoul. Hätte er den Mann, die Männerstimme, zu fassen gekriegt, so hätte er Rechenschaft gefordert. Warum war Christine geflohen? Warum kam sie nicht herunter? Er weigerte sich, etwas zu essen. Es bedrückte ihn zutiefst, die Stunden, die er sich so schön ausgemalt hatte, fern der jungen Schwedin verrinnen zu sehen. Warum streifte sie nicht mit ihm durch die Landschaft, in der sie so viele gemeinsame Erinnerungen hatten? Warum reiste sie, da sie allem Anschein nichts mehr in Perros zu tun hatte, nach Paris zurück? Er hatte erfahren, dass sie morgens eine Seelenmesse für Vater Daillé hatte lesen lassen, um danach stundenlang in der Kirche und am Grabe des Fiedlers zu beten. Traurig und verzagt ging Raoul zum Kirchhof. Er stieß das Tor auf. Einsam irrte er zwischen den Gräbern herum und entzifferte die Inschriften. Aber hinter dem Chor zeigten ihm auffallende Blumen sogleich den Weg. Blumen, die den Grabstein aus Granit bedeckten und bis auf die weiße Erde herabhingen. Sie erfüllten diesen bretonischen Winterwinkel mit ihrem Wohlgeruch. Es war herrliche, rote Rosen, die sich erst im Morgenschnee geöffnet zu haben schienen. Ein Fleckchen Leben unter den Toten, denn hier herrschte der Tod sonst überall. Er quoll sogar aus der Erde, die ihren Überschuss an Skeletten ausgestoßen hatte. Hunderte von Gebeinen und Schädeln türmten sich an der Mauer der Kirche, nur von einem feinen Drahtnetz zusammengehalten, das diesen makabren Bau nicht verhüllte. Totenköpfe, die sich ordentlich wie Backsteine übereinander gestapelten und in deren Zwischenräume festere, säuberlich gebleichte Knochen für besseren Halt sorgten, schienen das Fundament zu bilden, auf dem man die Mauern der Sakristei errichtet hatte. Die Tür der Sakristei befand sich in der Mitte des Knochenhaufens, wie man es oft in alten bretonischen Kirchen sieht. Raoul betete für Daillé, dann verließ er unter dem niederschmetternden Druck des ewigen Grinsens auf den Schädelmündern den Kirchhof, kletterte auf den Hügel und setzte sich an den Rand der Heide mit dem Blick aufs Meer. Der Wind fegte bösartig über den Sandstrand und heulte hinter dem jämmerlichen, eingeschütteten Tageslicht her. Es floh und schrumpfte zu einem schmalen, fahlen Streifen am Horizont zusammen. Da legte sich der Wind. Es wurde Abend. Eisige Schatten umgaben Raoul, aber er fror nicht. All seine Gedanken, all seine Erinnerungen schweiften über die verlassene und öde Heide. Zu dieser Stelle hier war er oft in der Abenddämmerung mit der kleinen Christine gekommen, um die Korrigane tanzen zu sehen, sobald der Mond aufging. Er selbst hatte sie trotz seiner guten Augen nie erblickt. Christine, die etwas kurzsichtig war, behauptete dagegen, sie oft gesehen zu haben. Er lächelte bei diesem Gedanken, dann fuhr er plötzlich zusammen. Eine Gestalt, eine deutliche Gestalt, die sich ihm genähert hatte, ohne dass er es bemerkt, ohne dass er ein Geräusch sie verraten hätte, stand neben ihm und sagte: »Glauben Sie, dass die Korrigane heute Abend kommen?« Es war Christine. Er wollte etwas sagen, ihre behandschuhte Hand hielt ihm den Mund zu. »Hören Sie, Raoul, ich habe mich entschlossen, Ihnen etwas Ernstes, sehr Ernstes zu sagen.« Ihre Stimme zitterte, er wartete. Sie fuhr beklommen fort. »Raoul, erinnern Sie sich an das Märchen von dem Engel der Musik?« »Ja, genau«, sagte er. »Wenn ich mich nicht irre, hat Ihr Vater es uns zum ersten Mal an dieser Stelle hier erzählt.« »Ja, und hier hat er auch zu mir gesagt: Mein Kind, wenn ich in den Himmel komme, schicke ich ihn zu dir. Raoul, nun ist mein Vater im Himmel
und der Engel der Musik hat mich besucht.« »Daran zweifle ich nicht«, erwiderte der junge Mann ernst, denn er brachte, dass seine Freundin in ihrer frommen Stimmung das Andenken an ihren Vater mit ihrem kürzlichen Erfolg in Verbindung brachte. Christine zeigte sich etwas verwundert über die Kaltblütigkeit, mit der Vicomte de Charny ihre Enthüllung aufnahm. Der Engel der Musik habe sie besucht. »Wie meinen Sie das, Raoul?« fragte sie und neigte ihr blasses Gesicht so nahe zu dem des jungen Mannes, dass er glauben durfte, sie wolle ihm einen Kuss geben, während sie nur in seine Augen zu lesen versuchte. »Ich meine«, antwortete er, »dass kein menschliches Wesen so singt, wie Sie neulich gesungen haben, ohne dass nicht ein Wunder eintritt, ohne dass nicht der Himmel seine Hand dabei im Spiel hat. Kein Gesangslehrer auf der Welt kann Ihnen solche Töne beibringen. Sie haben den Engel der Musik gehört, Christine.« »Ja«, sagte sie feierlich, »in meiner Garderobe. Dort sucht er mich täglich auf, um mir Unterricht zu geben.« Sie sagte das so eindringlich und merkwürdig, dass Raoul sie so besorgt ansah, so wie man einen Menschen ansieht, der etwas Ungeheuerliches sagt oder sich an eine Wahnvorstellung klammert, an die er mit der ganzen Kraft seines kranken Verstandes glaubt. Aber sie war zurückgewichen und nur noch ein regloser Schatten in der Nacht. »In ihre Garderobe«, wiederholte er, wie vor den Kopf gestoßen. »Ja, dort habe ich ihn gehört, und zwar nicht als Einzige.« »Wer hat ihn denn sonst noch gehört, Christine?« »Sie, mein Freund.« »Ich? Ich soll den Engel der Musik gehört haben?« »Ja, neulich Abend, da hat er gesprochen, als Sie an meiner Garderobentür gehorcht haben. Da hat er zu mir gesagt, du musst mich lieben. Aber ich glaubte, die Einzige zu sein, die seine Stimme vernommen hat. Jetzt können Sie sich mein Erstaunen vorstellen, als ich heute Morgen von Ihnen erfuhr, dass auch Sie ihn hören konnten.« Raoul brach in Lachen aus. Da löste sich die Dunkelheit über der öden Heide auf und die ersten Mondstrahlen hüllten die jungen Leute ein. Christine hatte sich Raoul feindselig zugewandt. Ihre sonst so sanften Augen schleuderten Blitze. »Warum lachen Sie? Meinen Sie etwa eine Männerstimme gehört zu haben?« »Ja, doch«, antwortete der junge Mann, den Christines streitsüchtige Haltung zu irritieren begann. »Sie, Raoul, Sie sagen mir das? Sie, ein Spielgefährte aus meiner Kindheit! Sie, ein Freund meines Vaters! Ich erkenne Sie nicht wieder! Was nehmen Sie sich denn heraus? Ich bin ein anständiges Mädchen wie Comte Janie und ich schließe mich nicht mit Männerstimmen in meiner Garderobe ein. Wenn Sie die Tür geöffnet hätten, dann hätten Sie niemanden gesehen.« »Das stimmt. Nachdem Sie gegangen waren, habe ich die Tür aufgemacht und in Ihrer Garderobe niemanden angetroffen.« »Da haben Sie es!« »Also?« Der Vicomte raffte seinen Mund zusammen. »Also, Christine, ich glaube, dass man Sie zum Narren hält.« Sie stieß einen Schrei aus und lief davon. Er rannte hinter ihr her, aber sie fuhr ihn an. »Lassen Sie mich in Ruhe! Lassen Sie mich gefälligst in Ruhe!« Und sie verschwand. Raoul kehrte überaus müde, mutlos und betrübt zum Gasthof zurück. Dort hörte er, dass Christine in ihr Zimmer gegangen sei und gesagt habe, sie komme nicht zum Abendessen herunter. Der junge Mann erkundigte sich, ob sie krank sei. Die brave Wirtin antwortete ihm zweideutig, dass es, wenn sie sich nicht wohlfühle, kein schlimmes Leiden sein könne, und da sie annahm, dass die beiden Verliebten gezankt hatten, entfernte sie sich schulterzuckend, womit sie ausdrücken wollte, dass sie die jungen Leute bedauerte, die sich durch Kräche die Stunden verdarben, die der liebe Gott ihnen auf Erden vergönnte. Raoul aß allein in der Ofenecke und, wie man sich vorstellen kann, recht verdrossen zu Abend. Dann versuchte er, in seinem Zimmer zu lesen, danach in seinem Bett einzuschlafen. Nichts war im Nebenzimmer zu hören. Was tat Christine? Schlief sie? Woran dachte sie, falls sie nicht schlief? Woran dachte er? Hätte er es sagen können? Seine seltsame Unterhaltung mit Christine hatte ihn völlig durcheinander gebracht. Er dachte weniger an Christine selbst als an das um sie herum. Alles war so verschwommen, so nebelhaft, so unfassbar, dass er dabei ein sonderbares und quälendes Unbehagen empfand. So verstrichen langsam die Stunden. Es mochte 11:30 sein, als er deutlich Schritte im Nebenzimmer hörte, leise, flüchtige. Lag demnach Christine nicht im Bett? Ohne recht zu wissen, was er tat, zog sich der junge Mann hastig an, wobei er jedes Geräusch möglichst vermied. Dann wartete er und war auf alles gefasst. Auf was denn alles? Was vermutete er? Sein Herz hämmerte, als er hörte, dass sich Christines Tür leise in den Angeln drehte. Wohin ging sie zu dieser nächtlichen Stunde, da ganz Perros schlief? Behutsam machte er seine Tür einen Spalt auf, so dass er in einem Mondstrahl Christines weiße Gestalt sehen konnte, die vorsichtig auf den Korridor schlüpfte.
Sie gelangte zur Treppe und ging hinunter, während er sich über das Geländer beugte. Plötzlich hörte er zwei tuschelnde Stimmen und fing den Satz auf. »Verlieren Sie nicht den Schlüssel!« Es war die Stimme der Wirtin. Unten öffnete sich die Tür. Dann wurde sie zugemacht und es herrschte wieder Stille. Raoul eilte in sein Zimmer zurück, stürzte ans Fenster und riss es auf. Er erblickte Christines weiße Gestalt auf dem verlassenen Kai. Das erste Stockwerk im Gasthof zur untergehenden Sonne lag nicht besonders hoch und ein Spalierbaum, der seine Äste Raouls ungeduldigen Arm entgegenstreckte, ermöglichte es dem jungen Mann, nach draußen zu gelangen, ohne dass die Wirtin etwas davon merkte. Wie verblüfft war also die brave Frau, als man am nächsten Morgen den jungen Mann halb erfroren und mehr tot als lebendig zu ihr brachte und sie erfuhr, dass man ihn der Länge nach ausgestreckt auf den Stufen des Hauptaltars in der kleinen Kirche von Perros gefunden habe. Sie unterrichtete Christine sofort davon, die nach unten eilte, wo sie sich voller Sorge und mit Hilfe der Wirtin um den jungen Mann kümmerte, der jedoch bald die Augen aufschlug und wieder völlig zum Leben erwachte, als er das schöne Gesicht seiner Freundin über sich erblickte. Was war geschehen? Kommissar Mifroa hatte einige Wochen später, als die Tragödie in der Oper die Staatsanwaltschaft zum Einschreiten zwang, Gelegenheit wie Comte de Chagny über die nächtlichen Vorfälle in Perros zu verhören. Das Protokoll darüber, Aktienzeichen 150, hat folgenden Wortlaut. Frage. Hat Mademoiselle Daillé gesehen, wie sie ihr Zimmer auf diese ungewöhnliche Art verließen? Antwort. »Nein, Monsieur, nein, nein. Dabei lief ich hinter ihr her, ohne meine Schritte zu dämpfen. Ich wünschte mir nur, dass sie sich umdrehen, mich sehen und erkennen möge. Ich sagte mir zwar, dass meine Verfolgung völlig unkorrekt und dieses Nachspionieren meiner unwürdig sei, aber sie schien mich überhaupt nicht zu hören. Ja, sie benahm sich so, als sei ich gar nicht vorhanden.« Ruhig verließ sie den Kai, dann eilte sie plötzlich den Weg hinauf. Die Kirchturmuhr hatte gerade 11:45 geschlagen und ich vermutete, dass sie deshalb ihre Schritte beschleunigte. So rannte sie zum Friedhofstor. Frage, stand das Friedhofstor offen? Antwort, ja, Monsieur, und darüber wunderte ich mich im Gegensatz zu Mademoiselle Daillé. Frage, war jemand auf dem Friedhof? Antwort, ich habe niemanden gesehen. Wenn jemand dort gewesen wäre, so hätte ich ihn gesehen. Der Mond schien klar und der Schnee, der seine Strahlen widerspiegelte, machte die Nacht noch heller. Frage, konnte sich jemand hinter den Gräbern versteckt haben? Antwort, nein, Monsieur, es sind ärmliche Grabsteine, die unter dem Schnee verschwanden und deren Kreuze sich auf der Bodenhöhe aneinanderreihten. Nur diese Kreuze und wir beide warfen Schatten. Die Kirche strahlte förmlich. Ich habe noch nie so eine nächtliche Helle wie diese gesehen. Sie war schön durchsichtig und klar. Ich hatte nachts noch nie Friedhöfe besucht und wusste nicht, dass man dort solches Licht antreffen kann. Ein schwereloses Licht. Frage, sind Sie abergläubisch? Antwort, nein, Monsieur, ich bin gläubig. Frage, wie war Ihre Gemütsverfassung? Antwort, ganz normal und ruhig. Selbstverständlich hatte mich Mademoiselle Daillés ungewöhnliches Ausgehen erst sehr beunruhigt. Aber sobald ich sah, dass sie zum Friedhof ging, sagte ich mir, sie wolle dort am Grabe ihres Vaters irgendein Gelübde erfüllen, was ich so natürlich fand, dass ich mich völlig beruhigte. Ich wunderte mich nur, dass sie mich nicht hörte, denn meine Schritte knirschten im Schnee. Zweifellos war sie ganz in ihre frommen Gedanken vertieft. Ich beschloss übrigens, sie nicht zu stören, und als sie zum Grabe ihres Vaters kam, blieb ich einige Schritte hinter ihr stehen. Sie kniete im Schnee nieder, bekreuzigte sich und begann zu beten. In diesem Augenblick schlug es Mitternacht. Der 12. Schlag klang mir immer noch in den Ohren, als ich sah, dass Mademoiselle Daillé plötzlich den Kopf hob. Ihr Blick richtete sich auf das Himmelsgewölbe. Ihre Arme streckten sich dem Mond entgegen, sie schien in Ekstase zu geraten und ich überlegte noch, welchen jähen und zwingenden Grund sie für diese Ekstase haben mochte, als ich selbst den Kopf hob, mich verzückt umschaute und mein ganzes Wesen zu dem Unsichtbaren strebte. Dem Unsichtbaren, der uns eine Melodie vorspielte. Und was für eine Melodie! Wir kannten sie schon, aber auf Vater Daillés Geige hatte sie nie so göttlich geklungen. Ich musste in diesem Augenblick einfach an das denken, was mir Christine von dem Engel der Musik erzählt hatte, und ich wusste nicht recht, was ich von diesen unvergesslichen Klängen halten sollte, die, wenn sie nicht aus dem Himmel kamen, auf Erden ihren Ursprung nicht verrieten. Nirgends war ein Instrument oder eine Hand, die den Bogen führte. Oh, ich erinnere mich an die herrliche Melodie aus »La Résurrection de Lazare«, die uns Vater Daillé in den Stunden seiner Schwermut und Einkehr vorspielte.
Gäbe es Christins Engel, so hätte er in jener Nacht nicht schöner auf der Geige des verstorbenen Fiedlers spielen können. Die Anrufung Jesu löste uns von dieser Welt, und ich erwartete fast, dass sich der Stein von Vater Dayes Grabe heben würde. Mir kam auch der Gedanke, dass er ja mit seiner Geige begraben worden war, und ich weiß nicht wirklich, wie weit in jener funebren und strahlenden Minute auf diesem abgelegenen Dorffriedhof neben den Totenköpfen, die uns mit ihren unbeweglichen Kiefern angrinsten, meine Fantasie ging und wo sie aufhörte. Aber die Musik verstummte und ich kam wieder zur Besinnung. Ich vermeinte, ein Geräusch bei dem Knochenhaufen zu hören. Frage: So, so, Sie haben also ein Geräusch bei dem Knochenhaufen gehört? Antwort: Ja, mir war es, als kicherten jetzt die Totenköpfe und mir lief es kalt über den Rücken. Frage: Dachten Sie nicht sofort, dass sich hinter dem Knochenhaufen eben jener himmlische Musikant verborgen konnte, der Sie gerade so entzückt hatte? Antwort: Ich dachte an nichts anderes, Monsieur, so dass ich es versäumte, Mademoiselle Daye zu folgen, die sich erhoben hatte und langsam zum Friedhofstor schritt. Sie selbst war so in Gedanken vertieft, dass es nicht verwunderlich ist, wenn sie mich nicht sah. Ich rührte mich nicht, sondern starrte den Knochenhaufen an, denn ich war fest entschlossen, diesem unglaublichen Abenteuer auf den Grund zu gehen. Frage: Wie kam es nun dazu, dass man sie morgens halbtot auf den Stufen des Hauptaltars fand? Antwort: Ach, die Dinge überstürzten sich. Ein Totenkopf rollte mir vor die Füße. Dann noch einer, dann noch einer. Man hätte meinen können, ich sei zum Ziel dieses makabren Kugelspiels ausersehen worden. Ich nahm an, dass eine falsche Bewegung den Stapel zerstört hatte, hinter dem sich unser Musikant versteckte. Meine Vermutung schien sich zu bestätigen, als plötzlich ein Schatten über die helle Mauer der Sakritei huschte. Ich sprang hin, der Schatten hatte schon die Tür aufgestoßen und das Innere der Kirche erreicht. Mir wuchsen Flügel, der Schatten trug einen Mantel. Mir gelang es, ihn rasch beim Zipfel zu packen. In diesem Augenblick befanden wir uns, der Schatten und ich, vor dem Hochaltar und ein breiter Mondstrahl fiel durch das Chorfenster auf uns. Da ich den Zipfel nicht losließ, drehte sich der Schatten um, dabei öffnete sich sein Mantel etwas und ich erblickte, so wie ich Sie sehe, Monsieur, einen fürchterlichen Totenkopf, der mir einen Blick zuwarf, in dem das Höllenfeuer brannte. Ich glaubte, den leibhaftigen Teufel vor mir zu haben, und angesichts dieser Erscheinung aus dem Jenseits stand mir trotz all meiner Kühnheit das Herz still, und ich kann mich an nichts mehr erinnern, bis ich im Gasthof zur untergehenden Sonne wieder zu mir kam.